Servus, ja, in dem heutigen Video geht es, wie der Titel euch schon verrät, um Infrarotheizungen. Etwa seit einem Jahr habe ich jetzt in meinem Arbeitszimmer eine Infrarotheizung testweise angebracht. Und ich möchte in diesem Video jetzt gerne meine Erfahrungen mit euch teilen. Dabei fange ich am besten von ganz vorne an. Wir, das heißt meine Freundin und meine Mutter, haben uns im Oktober 2019 ein kleines Holzhaus aus den 70er Jahren in der wunderschönen Eifel gekauft. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist so ein altes Holzhaus aus den 70er Jahren nach den heutigen Standards nicht gerade energieeffizient. Zumal die Wände des Hauses jetzt nicht gerade sehr dick sind und auch nicht gerade gut gedämmt und zum Heizen alte Nachtspeicheröfen, also Stromheizungen, genutzt wurden. Unser Plan war es, das Haus mit einem Speicherofen zu heizen, was auch eigentlich ganz gut funktioniert hat. Allerdings braucht so ein Speicherofen eine ganze Menge Zeit, bis er sich richtig aufgeheizt hat und die Hitze wieder dann an den Raum abgibt. Und das ist auch vor allem dann ein Problem, wenn zum Beispiel andere Räume, wie mein Arbeitszimmer zum Beispiel, die Tür öfter mal geschlossen haben. Also die meiste Zeit, wenn ich hier arbeite, ist natürlich die Tür vom Arbeitszimmer geschlossen. Gerade auch morgens ist es in weiter entfernten Räumen, wie zum Beispiel im Schlafzimmer, meinem Arbeitszimmer und auch dem Bad, ziemlich kalt gewesen, also eisig kalt gewesen. Also habe ich mich im Internet ein bisschen schlau gemacht und bin ziemlich schnell auf Infrarotheizung gestoßen. Hier gibt es jetzt auch wirklich jede Menge Angebote, von sehr günstig bis wirklich abnormal teuer. Da muss man sich auch erstmal orientieren. Da ich jetzt erstmal nur testweise für mein Arbeitszimmer eine Infrarotheizung bestellen wollte, entschied ich mich für eine günstige 1000 Watt Infrarotheizung von Amazon für etwa 180 Euro. Und ja, ihr könnt es euch bestimmt schon denken, das Teil war komplett Schrott. Also jetzt nicht falsch verstehen, das Ding wurde schon warm, also eher gesagt sehr heiß. Und ja, der Raum wurde auch erwärmt. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, das Gerät fing nach kurzer Zeit an, unangenehm zu riechen und auch die Oberfläche fing an, sich zu wellen. Außerdem war keine Halterung für die Heizung mit dabei, also ich konnte die nicht an der Wand oder an der Decke befestigen. Und die Verarbeitung der Heizung schien mir auch nicht sonderlich hochwertig. Also das Gerät kurzum wieder zurückgehen lassen und mich dann etwas genauer umgeschaut. Kurz darauf habe ich auch einen Hersteller gefunden, der seine Infrarotheizungen in Deutschland herstellt und verkauft und das zu wirklich fairen Preisen. Den Link vom Hersteller findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also habe ich mir erneut eine Infrarotheizung bestellt, diesmal aber mit geringerer Stärke. Auf der Webseite des Herstellers gibt es nämlich eine grobe Orientierungstabelle, an welcher man die benötigte Stärke der Heizung in etwa ablesen kann. In meinem Fall habe ich mich jetzt für eine 600 Watt Heizung entschieden mit Steckdosenthermostat und Halterung für die Decke für etwa 300 Euro. Der Vorteil am Steckdosenthermostat ist der, dass ihr euch die Heizung erstmal testweise im Raum anbringen könnt, entweder an der Wand oder an der Decke, und ihr müsst euch keinen Elektriker kommen lassen oder selbst irgendwie die Verkabelung kompliziert lösen, denn ihr könnt das Steckdosenthermostat, wie der Name schon sagt, einfach in eine Steckdose einschließen und dann den Stecker der Infrarotheizung einfach in die Steckdose bzw. in das Steckdosenthermostat einstecken. Also war das perfekt für meinen Test. Und ja, was soll ich sagen? Die Heizung, die dann ankam, fühlte sich im Gegensatz zu dem 1000 Watt Modell, was ich vorher bestellt hatte, deutlich schwerer an und auch viel hochwertiger. Also schnell die Halterung für die Heizung oben an der Decke befestigt, die Heizung eingehangen und die Heizung mit dem Steckdosenthermostat und der Steckdose verbunden. Am Steckdosenthermostat habe ich dann einfach immer die gewünschte Temperatur eingestellt, mit welcher ich gerade im Raum arbeiten wollte. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass sich die Wärme von so einer Infrarotheizung deutlich anders anfühlt als von einer normalen, zum Beispiel Zentralheizung. Das Gefühl kommt eher schon so Sonnenstrahlen gleich. Es ist wirklich eine angenehme Wärme und die Luft wirkt nicht so trocken und so staubig wie bei anderen Heizungen. Denn gute Infrarotheizungen heizen tatsächlich nicht direkt die Luft auf, wie das zum Beispiel bei Zentralheizungen der Fall ist, sondern die Gegenstände im Raum werden erhitzt. Aus dem Grund wäre auch ein komplett leerer Raum nicht so gut für Infrarotheizungen geeignet. Denn Gegenstände speichern die Wärme viel besser als die Luft im Raum und geben diese dann langsam und über den Tag verteilt in den Raum ab. Es läuft also so, dass sich die Heizung bei zu geringer Raumtemperatur anschaltet, bis dann die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, ist die Heizung an und schaltet sich dann wieder ab. Die Gegenstände sind dann im Raum auch so weit aufgewärmt, dass sich die Heizung eine ganze Weile erstmal nicht wieder anschalten muss. Und ja, erst dann schaltet sich die Heizung wieder an, wenn die Raumtemperatur wieder unterschritten ist. Und das war genau das, was ich für meinen Fall brauchte. Denn so kann ich die Zeit, bis sich der Speicherofen von uns komplett aufgeheizt hat, überbrücken und mein Büro trotzdem schon vorher warm halten. Da jetzt der nächste Winter bereits schon vor der Tür steht und wir so überzeugt von den Heizungen sind, habe ich mir jetzt für das Büro ein Funkthermostat und einen Empfänger bestellt. Einfach nur, um auch mal diese Version getestet zu haben. Denn bis jetzt hing ja das Heizungskabel immer bis zum Steckdosenthermostat von der Decke. Das kann ja auf Dauer eigentlich nicht so bleiben.
Der Einbau von dem Funkthermostat und dem Empfänger ging wirklich sehr schnell und einfach. Zumal bei uns die ganzen Stromleitungen über den Dachboden laufen und ja, man da relativ gut drankommt und man die Verkabelung so relativ schnell und einfach auch selbst machen kann. Es gibt natürlich auch mehrere Arten, die Heizung zu steuern. In meinem Fall ist es jetzt ein simples Funkthermostat. Man kann aber auch zum Beispiel über sein eigenes Heimnetzwerk oder per App die Heizung steuern. Das brauchten wir in unserem Fall jetzt einfach nicht. Ihr könnt euch das Ganze in etwa so vorstellen. Ihr habt ein kabelloses Thermostat an der Wand befestigt, welches die Temperatur im Raum überwacht und dann danach die Heizung steuert. Das Thermostat kann per Funk eine oder auch mehrere Heizungen zugleich ansteuern. Das funktioniert über einen Empfänger, der vor die Heizung geschaltet wird. Jetzt kann man dann die Heizung über das Thermostat so einstellen, dass die Temperatur unter der Woche beispielsweise von 7 bis 11 Uhr 20 Grad betragen soll. Und die Heizung würde dann dementsprechend gesteuert werden. Noch ein wichtiges Feature an den Thermostaten ist der Frostschutz. Denn sollte es einmal zu kalt in dem Raum werden, würde sich die Heizung automatisch einschalten. Das ist gerade für einen geplanten Urlaub im Winter ziemlich praktisch, denn so seid ihr euch sicher, dass es in den Raum nie friert. So, nach dem ganzen Test mit dem Funkthermostat und dem Empfänger hat uns das alles so gut gefallen, dass wir direkt zwei weitere Infrarotheizungen und einen Infrarotstrahler bestellt haben. Und damit ihr einmal sehen könnt, wie man so eine Infrarotheizung überhaupt anschließt und anbringt, habe ich ein weiteres Video für euch vorbereitet. Da könnt ihr genau das nachverfolgen, wie ich bei mir im Haus die weiteren zwei Infrarotheizungen anbringe. Ein anderes Video über den Infrarotstrahler wird dann in Kürze auch noch folgen. Das Video dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung oder ich versuche das in irgendwie einer Infobox oder so zu verlinken. Mit den beiden neuen Infrarotheizungen soll nämlich auch ein Teil des Wohnzimmers und das Schlafzimmer morgens teilweise beheizt werden. Und der Infrarotstrahler, der eignet sich perfekt für unser kleines Badezimmer, da dieser sich sehr schnell aufheizt und man diesen nur dann verwendet, wenn man halt morgens sich frisch macht oder unter der Dusche etwas fröstelt. Und darüber freut sich auch meine Freundin schon besonders. Wie schon gesagt, gehe ich dann aber auf den Infrarotstrahler nochmal in einem gesonderten Video genauer ein. Im Grunde kann ich also zu dieser ganzen Thematik nur Folgendes sagen. Für unsere Zwecke funktioniert die Infrarotheizung genauso wie versprochen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man ein ganzes Haus mit Infrarotheizungen heizen kann, allerdings auch nur dann, wenn es genug und ausreichend isoliert ist. Man sollte jedoch auch genau darauf achten, wo man sich die Infrarotheizung kauft und wie viel Geld man ausgibt. Außerdem sollte man auf eine gute Beratung Wert legen. Wie gesagt, kann ich euch den Hersteller von meinen Infrarotheizungen hier einfach nur empfehlen. Damit bin ich wirklich, wirklich zufrieden und der Preis ist auch einfach nur top. Auf viele Produkte in deren Online-Shop gibt es eine verlängerte Garantie und sogar ein TÜV-Zertifikat. Den Link zu dem Hersteller findet ihr wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Also ich kann euch nur sagen, probiert es einfach selber mal aus und macht auch eure eigenen Erfahrungen. Und wenn du jetzt noch sehen möchtest, wie ich die erwähnten Heizungen anschließe und montiere, dann guck dir doch einfach das passende Video dazu an, das findest du auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich, dir hat das Video gefallen und ich konnte dir vielleicht etwas weiterhelfen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu dem Video hast, dann lass mich doch unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten kannst du auch einfach so einen Kommentar da lassen, das ist ganz gut für den Algorithmus. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach einen Daumen nach oben da und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann kannst du meinen Kanal natürlich auch kostenlos abonnieren. Ansonsten war es das von mir. Bis dann, macht's gut, ciao.